Did you just feel the power of Geo? Your connection to the elements is so different from the vision bearers. Seems like you can physically switch between elements. If so, then you just need to make an offering to a statue of the Seven, and the elements will respond, just like they did in Mondstadt. Habe ich jetzt das Geo-Element? We're now in Liyue, which is ruled over by the Geo Archon. That's why the statues here look a bit different. If you ever miss using your animal powers, you can just get them back from a statue of the Seven in Mondstadt. Wir haben jetzt die Geokraft. Sei im Einklang mit der Geokraft an deiner Statue der Sieben in Liyue, damit du, der Reisende, zur Geokraft wechseln und damit die entsprechenden Elementar- und Spezialfähigkeiten anwenden kannst. Willst du erneut die Fähigkeit der Anemokraft nutzen, kannst du zurück nach Mondstadt gehen, um an einer Statue der Sieben wieder im Einklang mit der Anemokraft zu sein. Ist das geil? Ist das geil? Bleibt sein, Freunde. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss. Bin weg. Ich muss hier sogar. Komm schon, lass auf! Nächste! Jawoll! Einer war ja noch! Hab ich gesehen! Eins, zwei, da! Komm ich da hinten hin? Ich komm da hinten nicht hin! Jawoll! Könnte ich. Oh! Das war knapp! Könnte ich jetzt auch. Bei der Mischung. Alles klar. Aber ich will echt, um ehrlich zu sein, ich würde lieber die Anemokraft erstmal haben wollen. Ich meine, Geo ist mal eine coole Abwechslung, aber das holen wir uns einfach. Das tun wir uns dann einfach später, würde ich sagen, ne? Verlorener Geokulus. Ah, dann muss ich auch extra so eine Geo-Dinger einsammeln. Guck mal, das ist sogar noch eine. Vielleicht noch im Startgebiet. Ich dürfte ja gar nicht sagen. Ich müsste eigentlich wechseln. Ich müsste eigentlich weggehen. Nachher habe ich hier schon alles erledigt. So. Drecksau, Drecksau! Das war unfair! Müsste ich ja. Okay, nice. Ich werde kein G drücken, Q drücken. Bleib doch stehen jetzt! Ey. Ja, wink mir ruhig zu. Ist ja nicht so, dass ich gerade um mein Leben gekämpft habe. Wir gehen jetzt erstmal dahin, wo wir eigentlich hin sollten, glaube ich. Ist allerdings noch ein Teleportationspunkt. Deswegen wäre das nicht nice, weil dadurch kriegen wir ja auch Erfahrungspunkte. Ich könnte jetzt natürlich auch auf Jagd nach den Teleportationspunkten gehen, aber nein. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Ich wollte die ganze Zeit zur Statue. Ey, wieso vergesse ich das? So. Und die Minze wollte ich natürlich einsammeln. Bevor ich die wieder vergesse. Das kann sich hier nur um Stunden handeln bei dem Let's Play. Ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Jetzt nicht. Keine Zeit. Während eines Kampfes nicht. Oh, du bleibst da. Okay, die Geokraft ist ziemlich nice. Kann man sagen, was man will. Die ist echt geil. Statue anbieten.
Ich brauche nur zwei. Da bringen. Geosiegel 5er, Rückblendestein, Urgestein, Abenteuer EP plus 80, Ausdauer um 7 Punkte erhöht. Nimble. Kriegen wir eigentlich in dem Anemo-Gebiet auch noch mehrere von den Sachen, weil... Oder, weil da steht ja, wir müssen jetzt eigentlich 7 nochmal einsammeln, damit wir die Stadt aufs nächste Level hauen. Steht aber denn irgendwann... Ach, das ist noch eine Kiste. Nein, ich mach's später. So. steht da aber irgendwie irgendwann mal so Level Max oder so, dass du das maximale Level der Statue erreicht hat? Oder spawnen die irgendwann irgendwo random immer wieder nach? Die hol ich mir auch noch. Einmal Pferdeschwanz. Und eine Frisur habe ich auch. Ich war irgendwo ein Teleportationspunkt. War ein Teleportationspunkt. Ah, ein bisschen weiter. Das war in der nächsten Kurve, da oben. Da sehe ich ihn noch schon. Ha! Du alleine und was für eine Armee. Ja, mit Wasser kann es nicht umgehen, ne? Hätte ich mal öfter waschen sollen. Okay. Der bewacht das Ding und hier ist so ein Feind in der Nähe. Hier so die Lampen, Mann. Hier gehen sogar die Lampen an. Unten? Nicht unten. Ach, da. Sogar ein paar gute Sachen. Das sah ich nur so ein. Ich habe keine Ahnung, was das war. So, höher. Einmal die Tante Quiao. Bisschen plündern. Die hat genug Eisen da. So, schießen die Steintor. Hier einmal Hua Chi und Yang Fu. Bisschen plündern. Ja, jetzt sehen sie bestimmt nichts mehr, genau. Das war der Plan. Lieber Gast, setz dich. Nein! Verzichte. Tschüss. Okay, ich. Nein, tschüss! Ich will nur klauen. So. So, endlich. Da kriege ich nur 50 Erfahrungspunkte. Und die sind sogar auf der Karte angezeigt. Also. Jetzt wird's widerlich, ich muss da wieder hoch. Oh. Kann ich mich zu ihr teleportieren? Ich könnte aber hier hin. Ich könnte aber auch sein lassen. Ja, es ist so gut viel gesprungen, wie der Weg ist, ne? Ja. Oh. Warte. Nee, danke. Ich möchte nicht kämpfen. Ich verzichte. Aber danke, lieb von euch. Danke der Nachbarn, dass ihr an mich gedacht habt. So, einmal hier. Einfach. Dieses Klettern macht einerseits auch Spaß, ne? Andererseits geht es mega mit Haus auf den Sack. Aber sonst gehst du ja automatisch überall hin. Deswegen ist es. Ja, es ist halt gerechtchen. Kann man sagen, was man will. Mehr Ausdauer haben. Was soll das? Was war das? Habe ich jetzt gar nicht geschickt. Falsche Richtung. Okay, da muss ich hoch. Immer laufen, immer voran. Sorgte sich der Ehrenmann. Hey. Der braucht nochmal. Ach, der Loot von meinen Gegnern, von meinen gefallenen Feinden.
das Stück Eisen, das ich noch brauchen könnte. Ha, Fisch. Ich muss eh da hoch, deswegen kann ich es mitnehmen. Lassen. Hier war es doch, oder? Genau. Hat Orientierung wie heute mal funktioniert. Ich bin begeistert. Oh, noch mehr. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, wir brauchen dafür extrem viel Eisen und so zum. Nee, zum Schmieden, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel das bringt, ob es halt sinnvoller wäre, wirklich auf gute Waffen zu warten oder ob ich das jetzt schmieden sollte. Weil nachher finde ich eine tausendmal bessere Waffe, die ich aber... Ich komme nicht hoch. Die ich aber nicht mehr schmieden kann, weißt? Oder die ich nicht mehr schmieden brauche, um vom Kraftlevel her genau das gleiche Limit zu erreichen. Oh, 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 oh. Ho! Ho, 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 ho. Langsam. Oh ja, warte. Machen wir so, genau. Easy. Hallo, du kannst aufhören zu klettern. Hallo. Da ist die Kiste. Ich weiß. Oh, das ist so unfair. Warum ist so viel nicht vielleicht vorhanden? Ich kann nicht einfach von A nach B gehen, das geht. Wenn ich schon mal dabei bin. Guck mal, ich hab die Geokraft. Hier. Boah, Alter. Muss mal angeben, meinen Kräften. So, hier. Ja. Gar nicht versucht. So, verstehe ich komplett. Nein. Ja. So, 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 so. Einmal hier noch alles gesackelt. Charling, wo bist du? Hab die irgendwie verloren. Ach, mehr Pepperoni. Ah, nice. Alles klar. War doch schlau, dass ich hingegangen bin. Sag jetzt nicht, die ist wieder unter mir. Also wie Wammelschwein. Wo ist sie denn? Da. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also die Musik ist total, ja. Ich müsste sie eigentlich suchen, ne? Ich könnte aber auch erst das hier machen. So. Einmal den Brocken zerstören. Haben wir. Einmal hier. Und hier. Oh. Entschuldigung. Nein. Sorry. Au. Ich bin gleich mal gut. Mal gucken, was kommt. Schleimabsonderung. Nimm ich. Fast, fast, noch knapp 600. Hab ihn. Bist du denn? Bin ich besoffen oder? Die muss doch da oben sein. Oh, die ist halt direkt unter mir, wie gesagt. Schauling! Wo bist du denn? Ach da! Sag das doch gleich! Ist da noch was Interessantes? In ihr. Nein! What's that? Was ist das? Somebody's injured!
Hä, wo? Ach, da. Olaf. Hä, zu Olaf wollte ich gar nicht. Hä? Mann, Olaf. Geht ab, Olaf. So cold. Erzähl. He's shivering. We need to warm him up quick. Make a fire. Hot soup would be even better. How about I look after him while you make him a nice warm bowl of soup? We passed a Hillitrol camp on the way here. There'll almost certainly be a campfire there to cook on. Great. Be as quick as you can. Ich musste Olaf finden. Ich dachte schon, und die ist die ganze Zeit bei mir gewesen und die gibt mir keinen einzigen Tipp. Ein Lagerfeuer. Ich brauche was zum Kochen. Jetzt muss ich ihm eine Suppe kochen, weil die auch so heiß bleibt, wenn ich in eine kalte Gegend gehe. Ich warte auf die nächste Horde von Gegnern, dann setze mal Kuh ein. Ich bin gespannt, was passiert. So. Einfach erst ein Feuerholz. Was? Entfache erst ein Feuer. Mein Gott. So. Eine Suppe. Ich kann Rettichsuppe machen. Ich wollte sagen, Alter, das Spiel ist aufgehängt. Es sind die Zutaten. Ich könnte aber auch, warte, ich könnte jetzt Rettichsuppe machen. Ich glaube, ich mache die auch. Bereite mal zu. Alles klar. Alles klar. Mach ich da ein paar mehr. Ich bin eh schon dabei. Gut, dass wir eh schon dabei sind, weil dann können wir gleich auch ein bisschen schon mal vorkochen für uns. Dann haben wir die Sache schon mal erledigt. Ich als Spitzenkoch, der genau weiß, wie heiß eine Suppe sein muss. So, easy going. Haben wir automatisches Zubereiten. Brauchen wir nicht. Aber. Ich würde jetzt sogar einmal kurz rausgehen wollen. Und irgendwas Gutes zubereiten. Beliebte gewählte Figur wieder, stellt 50 bis 150 LP wieder her. Zu wenig. Rezept Landei gucken. Beliebte gewählte Figur wieder, stellt 52 bis... Ja, kann man erlernen. Bringt mir aber nichts. Stellt der gewählte Figur 30 bis 34 LP sowie zusätzlich 600 bis 1900 LP wieder her. Das ist ganz gut. Kartoffelpuffer. Spieß. Stellt der gewählten Figur 8 bis 10% LP sowie zusätzlich 800 bis 1200 her. Heilt, Steak, politische Figur und ja, Rettichsuppe, was macht die? 8 plus 10% LPWR. Stellt innerhalb der nächsten 30 Sekunden alle 5 Sekunden 210 bis 3. Das kann man machen. Stellt der gewählten Figur 20 bis 24 LPWR zusätzlich hier. Das ist sogar schon ein bisschen besser. Ländereierkuchen, belebt die gewählte Figur wieder, stellt ja ab. Kann man machen. Erhöht die KT aller Truppen mit dir. Siehst du, das bringt mir zum Beispiel wieder gar nichts. Nein. Da ist sie gelang um. Erhöht den Angriff. Hab ich auch nicht. Ich brauche es zum Heilen. Dann wäre das echt am sinnvollsten. Da fehlt mir aber Konfitüre. Wie kriege ich Konfitüre her? Ja, das mache ich denn. Zack. So, einmal zubereitet. Weil den kann ich jetzt auch Kartoffelpuffer machen. Hier. Hä? Ach, warte. Ach, hä? 9 Minuten. Oh. In der Zeit kann ich was anderes machen. Und zwar... Ich glaube, ich mache echt das hier. Da kann ich am meisten mitmachen. Zubereiten. Das muss ich... Oh, 10 Mal machen. Das ist der Kostüm, den alle immer wollten und nie bekommen haben. Besser koche ich im Real Life auch nicht. Gehen, schnarch. Also das hätten sie noch ein bisschen interessanter gestalten können, glaube ich. Es gibt halt, also
Ich gebe dazu, Genshin Impact ist vom Umfang her schon ein recht, also recht gigantisches. Aber so Kleinigkeiten, ne? So ein kleines Minigame da reinbringen. Also mehr als das hier. So, letzte. Haben wir. Ja, komm. Dann stellen wir 5-mal noch so her. Und das dauert. Dauert das nicht? Okay. Ich kann ein Würstchen zubereiten. Das bringt ja nichts, oder? Ach doch, ich hab. Ah, guck, ich hab doch schon alles abgeschlossen gehabt. Ich muss es nur noch einsacken. Mein Gott. So. Stell ich noch mehr Würstchen her. Hab ja genug. Nochmal 12 Würstchen. Danach muss ich ja wieder auf Fleischsuche gehen. Diggi, ich hab eine Suppe. Halt durch! Du sollst leben! Warte, ich muss dich ankündigen, bevor sie denken, ich verspiele mich. Die haben jetzt auch bestimmt keine Angst bekommen, weil da auf einmal eine Explosion war. Die gehen safe davon aus, dass ich das gewesen bin. Oh, ich habe aus Versehen was eingesetzt. Ja, ein Echsenschwanz. Passt schon. Es tut mir leid. Ich brauche Fleisch. Es tut mir leid. Ich habe ein Süppchen für den Olaf. Oh, that is better. Thank you. That soup really did the trick. Wie bist du denn so eingefroren? Da steht neben meiner Eisblume. Also, ich muss da jetzt nicht unbedingt 1:1 zusammenzählen. Ne? Also, und es schneit. Ist mir ein Rätsel, dass das überhaupt stehen geblieben ist. Weil ein paar Meter weiter, ja, Feuerblumen waren oder Ebert, glaube ich. Yes. I was chasing a boar. And after chasing him all this way, he slipped into those underground ruins over there. Yeah. I followed him inside, but ran into a cryo-regisvine. Nein, das kenne ich doch. It froze me instantly. When I woke up, I ran straight outside, but I only made it this far before my strength failed me. How big was it exactly? Hey, wir haben doch schon mal gegen einen gekämpft. Doch Level 36, also. They do now. I'd heard of them before from others, but this was the first time seeing one with my own eyes. Ich nicht. Ich weiß, wie es in deiner Hose aussah. Yikes! We should definitely keep our distance from the ruins. Hä? It sounds dangerous. Bring it on! Mit unserer neu gewonnenen Kraft. It sounds delicious. Es könnte Leckerbisse sein. Genau, ist die Pflanze. Sogar bei sowas kannst du als Essen denken. Also ich hab Hunger gerade. The missing ingredient. The icing on the cake. Na klar, besieg diesen Baum, vor dem du vorhin schon Angst. Ich bin gespannt, was für ein Level das Ding hat. Calm down. Can we really eat a tree that's that aggressive? Ja, aber one way to find out. Let's go. Warum bist du hier der Chef der Runde? Okay, wir suchen gerade Zutaten für dich und kriegen dadurch Erfahrungspunkte, was sozusagen eine Quest ist, aber trotzdem. Off she goes again. Du solltest zurück nach. Ja, wir müssen nochmal los. Do not worry about me. I'll be fine. But you must stop her. She is putting herself in grave danger. Nicht für uns.